Ja, dieses Jahr seht ihr uns mal aus einer anderen Perspektive. Corona-bedingt ist alles anders. Wir können euch dieses Jahr leider nicht über unser Grundstück begleiten. Geschmückt haben wir aber wir sind im Moment in unserem Wohnzimmer. Und wir haben natürlich auch wieder ganz viel neu gebaut, weil wir eigentlich 20-jähriges Jubiläum hätten. Aber da kann euch meine Frau ein bisschen was zu erzählen. Ja, zum 20. Jubiläum natürlich. Alles dumm gelaufen diesmal. Aber keine Angst, Leute, wir holen das nach. Nächstes Jahr wird's richtig fett gefeiert dann. Und es gibt definitiv ein Weihnachtshaus. Wir haben von der Stadt das okay gekriegt, dass wir auf alle Fälle unser Licht einschalten dürfen. Wir sind jetzt auch schon seit 6 Wochen wieder kräftig am Schmücken. Seit Anfang Februar sind wir dabei, unsere neue Deko eigentlich zu bauen für dieses Jahr, weil wir 20-jähriges Jubiläum haben. Was natürlich durch Corona alles ein bisschen verhagelt wurde. Aber es gibt trotzdem viel zu sehen, viel zu entdecken. Wir müssen natürlich auch darauf hinweisen, dass ein bisschen auf die Abstände eingehalten werden, wenn ihr vor dem Haus seid zum Gucken. Das Grundstück wird diesmal tabu sein. Aber unsere ganzen tollen neuen Deko-Elemente, die könnt ihr auch alle von der Straße sehen. Ja. Wir haben 2 riesige Schwibbögen neu gebaut, beleuchtete Tannen neu gebaut. 60 Meter Schnee ist neu entstanden in der ganzen Bauphase. Haben wir noch alles neu. Wir haben viel Licht erneuern müssen. Unsere Weihnachtsmannkästen haben wir vorne neu gebaut. Die sind neu gekommen. Die Deko ist ein bisschen anders aufgebaut. Also ja. Es gibt dieses Jahr, dass leider nichts aufs Grundstück geht, auch von der Straße ganz viel zu entdecken. Und wir hoffen, dass wir allen in dieser dunklen Zeit ein bisschen Licht ins Dunkel zaubern können. Und ja. Gerade in den Corona-Zeiten auch ein bisschen Freude und Lächeln in die Gesichter zaubern. Das ist uns eigentlich ganz, ganz viel wert dieses Jahr. Und das ist uns ein Riesenanliegen. Ersten Advent und Nikolaus stehen wir natürlich auch draußen. Wir werden noch mit euch schnacken, wenn ihr das möchtet. Leider gibt es keinen Glühwein dieses Jahr. Leider. Weil wir immer sehr viel Spaß dabei hatten. Aber wir werden auch so unseren Spaß haben. Nur Leute, achtet auf die Abstände. Das ist uns ganz wichtig. Sonst kriegen wir alle ein bisschen Ärger. Wir haben nun mal Corona-Zeiten. Auch Wir haben uns hier an die Vorschriften zu halten. Wir sind froh, dass wir überhaupt aufbauen durften und euch Lächeln ins Gesicht zaubern können mit unserem Haus. Und deswegen, wäre schön, wenn man uns das nicht kaputt macht und wirklich sich die Leute dran halten. Aber ich denke, das wird schon klappen, dass man da mittlerweile so vernünftig ist. Das denke ich auch. Wir haben immer so viele liebe Gäste. Wir unterstützen natürlich auch wieder die Schule an der Karlstraße, wie seit 13 Jahren, da beten wir auch wieder Spenden. Es wäre schön, wenn ihr alle auch ganz toll spenden könntet. Auch ohne Glühwein diesmal, weil die Kinder sind wirklich auf das Reitprojekt angewiesen. Und da setzen wir natürlich auch wieder alles dran, dass wir das Reiten auch fürs nächste Jahr finanzieren können. Lasst euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir hoffen, wir können damit ein Licht ins Dunkel zaubern und euch allen eine Freude machen.